Hallo und willkommen zurück zu Super Smash Bros. For Wii U mit Neon Laser Cat und Zellos Q. Hallöchen und mit Pommes. Und mit Pommes. Ja, das ist kein Spieler, das ist Barrys Essen, was er gerade in sich reinstopft. Das ist Barrys Essen, was er vertilgt, ja. Pommes mit Kartoffelchips. Nee, mit Chicken McNuggets. Oh. Auch und noch. Hühnchenflügeln. Ja. Extra noch. Jo, heute kein Veganer, wieder ganz normal. Tut mir leid. Ja, mach das mal. Wir spielen das mal ganz normal, ihr dürft frei auswählen. Oh, die nächsten zwei Folgen habe ich mir dann was überlegt. Ich spiele jetzt wie immer meine letzten Charaktere, die ich so gelernt habe. Okay. Und aufgenommen habe. Und mit denen ich euch so richtig schön richtig schön möchte. Okay. Rrr, sexy. Einer davon Thomas Gottschalk? Den spiele ich als nächstes, ja. Oh, nicht schlecht. Würde ich abfeiern, so ein Smash Bros. Aus Klon mit echten Spielern, also mit Leuten, die es in echt gibt. Merkel und wer dann so Mundschuh und sowas. Merkel, also bitte. Bitte. Kann die dann dieses Triangle wie Tenshin Han. Ach so, ja, den kann das. Kiko-Kanone. Kiko-Kanone. Stimmt, das ist eine gute Idee. Alter. Er kriegt ja bald tatsächlich sein Comeback, ne? Apropos, Achtung, Spoiler. Der Tenshin Han, ja. Ja, okay, freu mich drauf. Keine Spoiler, bitte. Ja, das war doch schon der Spoiler. Was ist denn das für ein komischer Baum hier? Alter, was hast du gegen Bäume? Wir mögen keine Bäume. Wir sind habt ihr gegen Spoiler? Okay, das kann ich verstehen. Und du bist auch. Bevor mit ja, ich hab gewusst, dass du das machen wirst. Ah, oh Gott. Da hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt, ja. Ich bin schon wieder tot. Was ist denn da los? Harry lebt länger als Zellos. Was ist hier los? Ja, was ist da los? Ach, scheiße, jetzt gehe ich nicht durch den Baum durch. Bin ich gestern schlechter geworden? Vielleicht. Ja, Robot haben wir ja eigentlich eine positive Statistik gehabt. Ja, aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja. Ach, Mann. Ja. Es ist mies. Geh einfach weg hier. Lass mich ruhen. Ameha. Oh, fuck. Oh. Hier, nimm den Baum. Doch, Wintersuit Samus eigentlich? Ja, bitte was? Wintersuit Samus? Also mit dickem Mantel oder was? Ja. Rette dich, Link! Rette dich! Nein. Irgendwer hat mich, glaube ich, gerade gerettet. Ja, das war Zellos. Aus Versehen. Das war ich aus Versehen, Aus Versehen, meine ich. Ja, aus Versehen wir auch. Ganz aus Versehen. Oh. Doof ist, wenn man Pommes isst, dann sind die Hände so fettig. Das ist gerade so ein bisschen. Also, wenn ich verliere, liegt es nur da dran. Ja, natürlich. Upsi. Nein, geh weg! Hier! Nein, ich muss Bau machen! Oh, das gibt's doch einfach nicht. Panikpflanzen vom Baum. Der Barry wird gewinnen. Alter, der Barry wird gewinnen. Ja, das sieht echt so aus gerade. Oh. Auf dich mich unter Druck zu setzen. Oh, Barry, dass du das sowieso gewinnen wirst. Deine erste Chance. Du musst immer fettige Finger haben beim Smash-Spiel. Oh, der war nice. Das war gut, ja. Der war nice, ja. Diese Mind-Games, die er macht, der Barry. Ich bin so unter Druck gesetzt. Bomben-Spam, Bow-Spam, Bumerang. Ich bin völlig wirr. Yep. Du sollst sterben. Kannst du dich einfach... Du musst immer fettige Finger haben beim Smash-Spielen. Also das sieht gut aus bei dir. Also, muss man sagen. Wir sind beide top konzentriert. Ich mach die Kommentar zu. Ja. Also der kein Bumerang mehr. Der eine Blonde kämpft gegen die andere Blonde und es ist ziemlich blondtastisch, was hier abgeht. Blondtastisch. Ich hab mich gleich in die falsche Richtung bewegt. Und da fliegt der Bumerang, da fliegt die Bombe und beides hat sich getroffen. Ich hab wirklich Angst ein bisschen vor dem Forward Smash, weil der mich auch jetzt schon schnell mal killen kann. Das ist richtig. Nein, da kommt er. Oh, das war knapp. Dein Shield hat auch nicht mehr so gut gegangen. Kämpfe für Pommes, ich darf nicht verlieren. Nein! Oh, Mann. Die Frauenwelt hat gewonnen. Also ohne Mist, ich war ein bisschen ängstlich gerade. Das wär's so gespart gewesen. Ja, so ist das. Barry, Schmatzleiser. Schmatzleiser. Doch, was hört man nicht? Das ist mir egal. Ich hab's euch ja oft offscreen erzählt und gerade Thema Merkel. Wir haben uns ja gestern, also ich war gestern Geburtstagsfeier, nachdem ich mit Barry gestreamt habe. Und da haben wir Profile erstellt, verschiedene Nutzprofile. Und dann gab's am Ende so einen lustigen Satz mit... danke Merkel, Imperator Trump, hallo, ja und send Nudes oder sowas. Und wir haben das dann immer weiter gesteigert. Dann haben wir einen gesagt, 9/11, never forget, 6:1, never forget und 7:1. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, Mann. Also es ist... Also, ich hab's jetzt auch nicht so ganz verstanden, aber... Also mit dem Essen haben wir
Du hast am Ende stehen gehabt bei jedem Charakter, also ob es Pikachu war oder sowas, du hast am Ende stehen gehabt bei den Nutzerprofilen einmal Danke, einmal Ja und Danke Merkel und Imperator Trump und so. Und ja, das ist ein Insider. Das ist so ein typischer Insider, den kann ich jetzt schlecht erklären. Da muss man einfach dabei gewesen sein. Warum war der nicht dabei? Hellos, du solltest Erklärminister werden. Erklärbär, meinst du? Es reicht erstmal werde ich Erklärbär und dann kannst du immer noch Minister werden. Aua! Gut, also da ja, dann heißt er, das ist schon ein ganz schöner Aufstieg. Ja. Pikachu! Effektiv gegen Flug. Aua. Das hatten wir letztens schon, Pikachu gegen Koyuzu, ne? Letztens gegen... Echt? Ja. Und ich bin der einzige Vogel. Ja, Pikachu Vogel ist halt hier. Einer der wenigen Charaktere, die ich ein bisschen kann. Der einzige Flug-Pokémon hier. Pokémon. Oh Gott. Geh weg. Was ist denn heute los, Zellos? Du bist ja nicht mal... Ich weiß nicht. Also es sieht zumindest jetzt so ein bisschen danach aus. Vielleicht liegt es an den Pommes von Mary. Oh, ja! Hat er mich gefurztuhlt? Das Schwein. Was? Gefurztuhl? Gefurztuhl, ja. Du kannst dem Gegner so auf den Kopf springen Fußstuhl und dann... oder Gefurztuhl? Gefurztuhl. Furztstuhl. Oh, ich dachte Furztstuhl. Fußstuhl quasi, könntest du den Part nennen. Jetzt verstehe ich auch, warum das so rot. Ich hab mir an der Nase gegrabbelt. Angegrabbelt. Bin fast runtergefallen dabei. Ja, das ist schön. Also, ja, perfekt, Junge. Perfekt. Alter, Wombo-Kombo. Eigentlich sollte ich bei Jutsu mein Bestes sein heute. Mami. Nix da. Oh, warum? Wie geht's schon los? Setz da doch nicht sein. Ja, perfekt. Ja, halt ihn weg. Ja, perfekt. Ja. Oh. Alter, ich hasse diese kleinen. Wie nennt man das? Pikachus. Wirbeldinger. Wirbel. Warum wirbeln? Nerven. Machen, womit er nicht rechnet, weil ich nicht so spiele wie alle anderen. Weil ich das Spiel das, nicht spiele. Das ist wirklich deine Gefahr. Das ist deine Gefahr, ja. Das du einfach nicht spielst wie alle anderen. Du bist eine besondere europäische Mannschaft gegen eine südamerikanische spielt. Ich weiß nicht, was sie machen sollen. Ja, eben. Oder Basketball. Quasi, oder? Aber ich bin eher so eine asiatische Mannschaft. War eigentlich so? Der Arabische Emirat oder sowas. Oh! Nice! Yes! Mann! Das war dein Pikachu. Das ist den zweiten nicht gemacht. Mongolen. Ruckzuck-Hieb. Du hättest noch die zweite Richtung. Ja, kann auch Mongolen. Zweiten. Du musst dann einfach den Stick in eine andere Richtung bewegen, dann macht er noch einen zweiten Sprung. Quasi jetzt bin ich ja schon zum zweiten Mal drin, das geht gar nicht, Alter. Das muss jetzt viel zu lernen, du noch hast. Viel zu lernen, du noch hast. So, dann nehme ich einen süßen Charakter. Und das ist, dann wird alles gut. Dann wird auf denkst du, das klappt? Ja. Okay. Natürlich. Dann nehme ich jetzt eine Frau. Was? Unfassbar. Mit weiblichen... Frauenquote. Oh, ich hab... Macht einer von euch bitte eine richtige Omega-Sage. Ich hab Zufall gewählt. Ups, ich hab eine gewählt, also Omega. Cool. Gut. Oh ja. Ja, eine Frau mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen, würde ich sagen. Oh, in der Tat. Ist ja inzwischen so selten, dass du eine Frau wählst. Ich meine Zero Suit und Palutena und wie sie alle heißen. Und Koyutsu. Koyutsu. Ich muss die Pommes rauchen wie ein cooler Amerikaner, um zu gewinnen. Ein cooler Amerikaner ist doch seine Pommes, man. Wenn das wenigstens Süßkartoffelpommes wären. Naja. Möchte nicht. Oh ja, die sind geil. Den mag ich auch. Richtig. Nein, ach, jedes Mal. Aber schwer zu machen. Also ich habe schon mal mich versucht daran, aber die Dinger, die Kartoffeln, die sind allgemein etwas härter als unsere Süßkartoffeln. Ja, also ich unsere, weiß, die sind ziemlich... Ja, und ja, die sind... Also unsere normalen Kartoffeln, meinst du? Ja, unsere normalen Kartoffeln. Und dann, ja, ich habe es nicht mehr hinbekommen. Am Ende, Endeffekt waren die zu weich, die Pommes. Und ich habe Kartoffelbrei stattdessen gemacht. Aber, okay. Nee, es war auch nicht schlecht. Aber eigentlich, mein eigentliches Ziel ist verfehlt gewesen. Ja. Was gibt's denn bei euch zu Weihnachten zu essen? Na, Süßkartoffelpommes in dem Fall. Ja, genau. Nee, nicht wirklich. Bei mir gibt's, keine Ahnung, einmal Rouladen, einmal Gans, also Ente, irgendein Scheiß. Also ich habe zumindest vor, eine Ente zu machen. Selber? Ja, tatsächlich selber, ja. Bist du so ein richtiges Kochgenie? Natürlich. Du kannst alles, oder? Das ist, natürlich, ich kann... Du bist so ein richtiger Allrounder, du bist so ein richtiger Mario. Natürlich. Ich kann Tennis, ich kann Golf, ich kann alles. Kannst du... Kado? Ich kann alles. Hast du nicht zugehört? Alter, warum schaltest du mich weg? Ich bin ein kleines Unschuldiges. Oh. Ich kann wirklich alles. Wenn er Mikado kann, dann kann er echt alles. Ja, natürlich. Ich kann sogar einen Reiskocher bedienen, habe ich heute festgestellt. Wow. Ich kann das nicht. Fassbar. Nicht schlecht, ne? Ich hab den Charakter als viel besser in Erinnerung. Ja, du bist nur schon zu schnell tot, das ist das Problem. Das ist doch der Schaden kriegt mir dann. Oh nein! So, weg mit dir jetzt, mit deinem blöden Hammer, du. Du alter. Sack. Was hast du gegen alte Charaktere, ja? Ich bin ein Veteran, ne? Ich bin nicht alt. Alter, ich will die Imba-Power haben. Nein, Imba-Power. Du kriegst mein Imba-Schwert ins Gesicht. Oh nein, oh, nein, nein! Glück! Oh Gott, ich hasse Lucario.
Der muss weg, er ist 100%. Ja, Mann, mach ihn kaputt, Junge. Nö. Boah, fuck die Folge. Ich komm da nicht vorbei. Oh, fuck. Oh, nee, ey. Ich komm's hier hoch, kann nicht weg. Ja, komm hier, ja. Schade. Gott, ich hab grad so eine Arschangst, ne, bei euch. Trikots. Oh, Junge. Komm, lass mich nicht leben. Ja, komm. Schnell den rüber. Geschieß. Nein. Wow. Das war geil. Scheiße, Mann, das war das für eine Range. Nein. Ach, ich bin so ein Idiot. Juhu. Das sieht voll niedlich aus, das schwarze Kirby mit dem. Mit dem oh ja! Das sieht wirklich witzig aus, wie eine Figur aus oder so. Glückwunsch, Zeller, du bist nicht letzter. Nein, ja, du bist immer erster. Jetzt, von jetzt an geht's, geworden, oder? Von jetzt an geht's nur noch abwärts bei mir. Kirby! Kirby, Motherfucker! Ach ja. Oder ich hatte auch einen schwarzen Kirby damals gestern gewählt und ich habe ihn El Negro getauft. El Hast Negro. Du im Karate den schwarzen Kirby? Ja. Nicht den schwarzen Gürtel? Nein, du hast den schwarzen Kirby. Ich hab den schwarzen Kirby. Der ist an einem weißen Gürtel dran, aber da ist ein schwarzer Kirby drauf. Ja. Finde ich gut. Ja, gell? Also so ein schwarzer Gürtel mit Kirby-Augen quasi. In der Tat, richtig. In der Tat. Das sind Alpha Team, die Wachstumsphasen der Alpha sind zu verlangen. Nein! Richtig. So, jetzt nehme ich mal Erinnerungen an den Zukunftsrikos, bitte diese Stelle rausschneiden. Danke. Oh. Hallo Zukunftsrikos. Hallo. Hallo. Hallo Zellos, hallo Barry. Oh hallo. Mein Gott. Da. Ja. Und was denkt ihr so? Kriegt ihr was geschenkt zu Weihnachten? Freut ihr euch überhaupt? Wir haben uns heute unser gemeinsames Weihnachtsgeschenk füreinander gekauft. Also meine Freundin und ich. Eine schöne neue Kaffeemaschine. Ja, genau. Wirklich? Ja. Das war jetzt komplett geraten. Du bist sehr gut. Sag wir jetzt uns auch mal mit überlegen. Sag Schluss, diese Hybridmaschine, die jetzt vor kurzem hier Werbung kriegt und so. Das ist ein Hybrid. Ja, hast du dir den gekauft? Also, erzähl eine mal. Billige, teure oder 1000 Euro, 200 Euro? 650. Oh. Okay. Nein! Kosten lassen, der Rikus. Ist schon ordentlich, denke ich. Ja. Die wir fast gekauft hätten. Perfekt. Das war mein Ziel. Waren die 250, glaube ich. Ja. Also wir haben da auch lange überlegt, haben uns das schon im Urlaub vorgenommen, dass wir sowas mal kaufen wollen, weil uns da der Kaffee sehr gut geschmeckt hat im Urlaub. Aua, Mensch. Jetzt lass mich doch mal erzählen hier, Mega Man. Nein, ich lass ihn nicht erzählen. Lass mich erzählen, Mega Man. So. Mega Man! Oh, was? So knapp. Ich kann diesen blöden Schlag nicht. Jetzt erzähl. Was hab ich denn erzählt? Achso, ja, und wir haben uns halt jetzt mal das Ding gekauft gestern. Es war nochmal 50 Euro günstiger als normal und... Aha. Sogar 50 Euro. Wir geguckt Euro haben, die war statt 450 irgendwie 260 oder so. Ist sich schon gelohnt. Ja. Alter, wieso überlebst du das? Alter, warum krieg ich das ab? Projektil ist bad. Mega Man! Projektil ist bad. Komm! Nimm! Nein! Nimm die Bombe wie ein Mann! Ich hätte gleich was anderes wie ein Mann. Deine Faust! Ja, ich muss die Projektile von Barry mit meinem eigenen Projektil kontern. Ja, das stimmt. No, Projektil-Spam. No. Ich lebe noch, oh Gott. Töten wir ihn zuerst. Bitte mir, okay. Damit wir epische Projektilkriege machen können. Können wir diskutieren, welches das geilste Projektil ist. Oh ja, hier, meine Bombe. Und mein mentale Klinge. Und mein Schild. Buja. Deine Blätter. Das ist mein verdammten Blätter. Blätter des Todes. Ah, vergesse jedes Mal, dass das Ding... Hat los, gegen mich. Stopp, ich bin doch nur ein Kuss. Kleiner... No. Was ist das denn für ein Tier? Kleiner Dinosaurier in einer Cloud-Kutsche. Das ist irgendein so ein komischer Dinosaurier. Oh. Das sah fies aus. Das war richtig fies. Junge, ich bin geflogen. Wie so ein Vogel. Nein. Wie so ein verfickter Vogel, Junge. Ah, oh, was soll ich ernst? Nein, da kommst du mal. Nein, ich lebe. Ich bin Mega Man. Rette dich. Oh. Wow, dass mich jetzt mit dem Rikus allein lässt, das enttäuscht mich schon ein bisschen. Hast du es gesehen, wie ich das als Ablenkung benutzt habe, Junge? Du bist ein verdammter Ninja, bist du. Oh, dein Ernst? Aber ich bin auch einer, ja! Yeah. Wenigstens Zweiter, ja! Bin ich Letzter. Richtig geil, Mann. Ich glaube, ich habe in unseren Aufnahmen, in unserem gemeinsamen, noch nie mit Little Mac gewonnen. Ich hab immer verkackt. Nein, ich glaube, du hast wirklich noch nie gewonnen bei uns mit Little Mac, ja. Das ich mag Premiere. Ihn auch nicht besonders. Aber er ist okay, er ist gar nicht so scheiße. Ist Premiere, super. Hast du gut gemacht.
Ja, dankeschön, dankeschön. So, was nehme ich jetzt denn für einen Charakter? Also, ich würde sagen, noch zwei Kämpfe. Ja, zwei okay, noch. Zwei Kämpfe, ist okay. Dass ihr euch darauf einstellen könnt, ihr kleinen Lump mir. Ihr kleinen Lump mir, okay. Ich habe übrigens heute noch das letzte Video von unserer vorherigen Aufnahme gemacht. Und wie du gewünscht hast, Zellos, habe ich das Majora's Mask Video eingefügt. Okay. Das ist lobenswert. Das ist was du schön. Geschickt hast. Achso, ja, 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 richtig. Ja? Richtig, richtig. Das war richtig cool, gut. Das war mega geil, also muss ich schon sagen. Ich hab zwar Majora's Mask nie gespielt, aber... Ja, es hat mir allgemein vom nicht nur vom Erzähler her, von der Stimmung her, sondern es hat mir auch allgemein optisch sehr schön gefallen. Das hat alles dann, gepasst. Du hast einfach dieses Horror-Feeling schon direkt gehabt, so. Also dass es etwas dark ist, etwas... Ja, gerade dann am Ende, ne? Ja, richtig. Und ja, vor allen Dingen, wie sich das Kleine dann windet, das Horror-Kid da und alles, und es... Dann plötzlich merkst du, wie einfach die Maske überhand nimmt und es war schon intensiv, ja, muss man sagen. War cool. So, jetzt habe ich aufgegessen, ganz heimlich. Oh, nicht schlecht. Wandle ich mich eben in einen Super Saiyajin und dann besiege ich euch. Alles klar. Aber du bist ein Roboter, du kannst kein Saiyajin werden. Verdammt. Aber du kannst ein Cyborg werden. Ja, eben. Super. Die kriegen ja auch ihr Comeback. C16. Spoiler. Jetzt hör doch mal auf damit, Mann. Du guckst das doch eh nicht, oder doch? Doch, bloß momentan noch nicht, weil ich gerade nicht so die richtige Zeit habe. Ah, ist das so? Die ersten ich bin schon wieder zu Folgen kannst du eigentlich überspringen, da passiert nichts. Die kenne ich schon. Also okay. Bei 25 oder so bin ich stehen geblieben. Gut. Oh, fuck. Nein, ich möchte da nicht runter. Geh weg! Nein! Mit deinem verrückten Wagen! Komm zum Onkel! Ruf deinen Junge! Kann ich diesen Kreisel wieder aufnehmen? Ja, kannst du? Ja, kannst du. Das ist ein Item dann. Ein Item? Ein Item! Aber meine Pillen kannst du nicht aufnehmen. Clownskarre, go! Als Roboter kann man nichts gegen Depressionen tun, wenn man keine Pillen schlucken kann. Nee, kann man nicht. Du kannst die ja trotzdem schlucken. Du kannst ja die Gefühle.exe kannst ja löschen. Da gibt's so eine geile Szene bei Futurama. Schmerzexe. Da hat auch Fry so eine Roboterfreundin. Aha. Dann muss die irgendwie sterben. Lucy Lou war das oder sowas. Ah, und dann ja, sagt er wieder, ja. Ich werde dich niemals vergessen, Fry. Erinnerungsspeicher gelöscht. Dann muss ich damals so lachen. Richtig so geil. So gut, Mann. Oh, Mario. Kannst du bitte anders sterben, Mario? Ich hab Nein, kann ich die nicht. Anderen Leute gar nicht gesehen, weil du tot rumlagst. Ich muss sie ja ablenken. Hier, schluck ein paar Pillen. Vor allen Dingen bei Rob sollten eigentlich die Pillen gar nicht funktionieren, weil er hat ja kein organisches System, mit dem er das verarbeiten könnte. Ah, das wäre so knapp, Alter. Bringt eigentlich gar nichts. Aber okay, ich gebe dir trotzdem Pillen. Hier, nimm Pillen! Nimm die Pillen! Nimm sie halt deine scheiß Pillen! Nimm sie in den Mund, Junge! Nimm sie in den Mund, die Pille! Ach, Mann! Ah, komm her! Nein! Ah, warum? Warum hast du deinen Wagen wieder? Alter! Junge, diese verwirrten Kupperlinge! Ich hab plötzlich einen Wagen! Zu meiner Zeit haben die noch keinen Wagen gehabt! Hebelmodus aktiviert! Beyblade! Todesmodus aktiviert! Ah, shit! Mechakuba, hilf mir, ich hab Angst. Ah, Gott, also, was ist das? Der kann nichts dagegen tun, Mann. Dein Ernst. Hier ist noch ein. Ah. Ach, Mann. Was ist das? Da war schon ein schönes Essen. Oh, yeah. Das war so knapp. Ich bin Dr. Mario. Dr. Mario hat aber auch noch nie gewonnen bei uns. Was ist denn heute los? Hier ist alles anders als sonst. Das ist mega. Öffne dein Hemd, Junge. Mädle, ich will deinen Puls fühlen. Du kannst ruhig ehrlich sein, dass du wirklich Junge meintest. Nein, ich bin hetero. Hetero Mario. Das wäre jetzt gern, hätte Humor gesagt. Das hätte ich wohl gelacht. Ich wäre Homo Mario. Das hätte ich dann als Highlight rausgeschnitten. Homo Mario? Das kann ich ja so einstellen. Also, sag mal Homo, Zellos, bitte. Sag mal Homo Mario. Nee, oder nee, ich mach das da so high-pitched. Homo! Ist ja, das kann er jetzt reinschneiden. Wie geht euch das rein? Dr. Mario. Dr. Mario. Dr. Mario hat aber auch noch nie gewonnen bei uns. Was ist denn heute los? Hier ist alles anders als sonst. Das ist mega. Öffne dein Hemd, Junge. Mädle, ich will deinen Puls fühlen. Du kannst ruhig ehrlich sein, dass du wirklich Junge meintest. Nein, ich bin... ich wäre auch Homo Mario. Ich wäre auch Homo Mario. Ich wäre auch Homo Mario. Gut, ja, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Obwohl, ja. hatte ich lange nicht mehr. Nimm den mit der Mütze. Ah, es gibt auch viele mit Mütze. Ja, genau, den. Achso, den. Ich bin der Charakter mit der zweitcoolsten Attacke in diesem Spiel. Oh Gott. Aber warum, also, nur, warum nur die zweitcoolste? Die coolste ist Flammenblitz, oder? Ja. Achso. Ja, aber warum nimmst du nicht den?
Der hat eine coole Attacke. Kann ich ja jede Folge nehmen. Aber dann hat er eine coolere Attacke. Welche? Was? Hilfe! Oh, ja, ich sehe schon die zweitcoolste Attacke. Das ist Nikos, das macht ihr an Silvester, wird gerade von Kühlschrank. Ich hab's auch gerade gelesen. Wir werden. Hast keine Chance. Ich werde hier hinten abhängen und erzähl das mal. Ich? Achso, ich. Ja, mein Cousin wird wahrscheinlich gefeiert. Okay. Ich werde wahrscheinlich mit der Familie schön abhängen. Ja, einfach mal hier schön Sekt aufmachen und hier Party und. Vielleicht ein bisschen grillen, wenn das Wetter stimmt. Mal gucken. Wir haben ja Überdachungen und alles, von dem ist kein Problem. Habt ihr eine Überdachung in eurem Haus? Ja. Boah. Das ist Hammer. Also, oder? Ich hasse Peach. Gotta go fast. Ja! Verdammt. Gotta go fast. Wir machen eine 90er-Jahre-Feier. Oh. 90er-Jahre-Klamotten und 90er-Jahre. Alle ziehen sich schwarz-weiß an und. Nee, das ist schon ein bisschen früher. Die 90er ist ja bunt mit Neonfarben. Das stimmt, das ist richtig. Hat Peach noch was anderes außer Hatscha? Nö. Nichts anderes drückst. So. Ah, Hatscha. Hatscha kann man auch sehr gut ausweichen. Ja. Links ausweichen, Liga. Boom, Junge. Schöne Kombo. Hui. Ah. Oh, ich lebe. Ich lebe. Oh Gott, oh Gott. Oh. Hatscha. Rette dich, Hatscha. Rette dich, Peach. Was machst du denn? Ach. Immerhin fliegt sie elegant in den Tod. Die gleitet elegant in den Tod, ja, so macht sie das. Ah, komm schon. Profis. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Hui. Geh weg, Junge. Ah, Gott. Ich nehme dich nur einmal mit der Luft in... nach oben in der Luft. Nein. Der verfolgt mich. Ich bin ein verdammter Schick. Du bist ein verdammter Sonic-Magnet, Junge. Boom, au, Junge! Voll reingefallen. Au, wow, wow, wow. Das war schön, das war schön. Alter, ich kann einfach mal sterben? Okay. Ich finde es nicht in Ordnung, dass du solche bösen Sachen kommst, harten Worte verwendest und so. Vor allem solche endgültigen Entscheidungen. Ja, eben, was ist das? Vielleicht werdet ihr wiedergeboren als Peach. Regenwurm? Als Peach Regenwurm. Peach Regenwurm noch. Man hat Schaden durch die Erde. Nein! Ja. Da schwebt er wieder in seinen Tod. Hui! Ich wollte nochmal drauf, aber ich hab's nicht geschafft. Ja, hätte klappen können. Au. Au. Lässt du das bleiben? Das sagt Rikos zu jeder Frau, die ihr tot sieht. Ich wollte nochmal drauf, aber ich wollte nochmal drauf. Konnte ich mich nicht verkneifen. Also denn, heute muss der Timer nicht für mich laufen. Also, das oder? Ist krass. Das hat alles getoppt, was Zeta jemals gesagt hat. Wirklich? Wirklich? Ja. Oh Gott! Zellos macht schlechten Einfluss auf mich. Ja, natürlich. Ich hab schon von Bibi mitbekommen. Wenn du betrunken bist, dann sagst du immer nur noch Penis. Das finde ich scheiße. Ein Ab. Ja, das machst du jetzt immer. Das machst du jetzt immer. Nein, na gut, das soll es dann wirklich sein. Ich bin gezwitscht von lauter Panik. Was ist denn hier los? Unprofessionalität hier, der am Tag gelegt wird von Zellos. Etwas anderes kennen wir ja nicht. Ja, Zellos macht ein bisschen komische Sachen, aber was soll's. Das war's für heute. Also, schaut mal bei den Jungs vorbei, die sind hier auf der Endcard verlinkt. Und schaut in das letzte Video von uns. Jo, habt ihr noch was zu sagen? Bratwurst. Ich möchte nur noch einmal auf sie drauf. Nein, das wird rausgeschnitten. Er will noch einmal auf sie drauf. Okay, damit beenden wir diese wunderbare Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.